CC plus 1, die neue Saison ist eröffnet. Wir sind diesen Sky Spin gefahren, hier im Skyline Park. Die Schwarzkopfbahn haben sie abgerissen. Es steht in der Internetseite nicht drauf, es steht auf dem Parkplan nicht drauf, aber sie ist weg. Ja, Pech gehabt. Vor allem als Skywheel. Lauko, was sagen Sie dazu? Es pendelt. Es pendelt immer noch. Ja, wahrscheinlich sind die Stationsbremse kaputt oder so, deswegen pendeln die jetzt immer aus. Das ist nicht so schön. Die Fahrt selber, ich finde die Fahrt gut, Jan. Aber sie haut schon ziemlich rein und wenn man danach erstmal auspendelt, das haut dann nochmal rein. Und dann, mir geht es nicht mehr so gut jetzt. Vor allem durchs Auspendeln. So, während Stefan hier kurz seine nicht vorhandenen Fähigkeiten als Kameramann demonstriert, kann ich ja mal ganz kurz drüber reden, was ich hier eigentlich gemacht habe. Ich stand hier gerade an für den Propeller, den man im Hintergrund schwingen sieht. Und ja, die Fahrt an sich ist eigentlich ziemlich cool. Sehr kurz muss man dazu sagen, nur 3-4 Schwünge in jede Richtung. Das macht das Ganze dann doch ein bisschen blöd. Für die Zeit, die ich gestanden bin, war es okay, aber wenn man da länger stehen muss, dann macht es wirklich keinen Sinn. Vor allem, weil die Fahrt halt wirklich, wie schon gesagt, extrem, extrem kurz ist. Diese Anlage verdient das Prädikat richtig scheiße. Das geht. Sebastian Vettel hätte diesen Kurs nicht schneller als ich bewältigen können. Was hier eigentlich am Wunder ist, wenn man bedenkt, wie langsam Stefan normalerweise Auto fährt, aber hier muss noch ganz kurz gesagt werden, dass diese Bobkart-Bahn in diesem Skyline Park extrem, extrem cool ist. Also uns hat die extrem gut gefallen, wir sind auch mit Abstand am häufigsten gefahren und hatten da extrem viel Spaß drauf. So, Stefan testet gerade die neue Dive Machine hier im Skyline Park, ganz frisch, exklusiv für euch. Viel Spaß! Wenn er sich traut. Das ist immer so eine Sache. Traut er sich zu rutschen? Oh, da kommt. Oh! Was sagst du zur neuen Dive Machine? Ist geil. So, abschließend noch ein paar Worte zu unserem Tag im Skyline Park. Ich muss dazu einfach sagen, dass mir der Park nicht gefallen hat. Der Eintrittspreis war 24 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und für das, was man da vorgesetzt bekommt, lohnt sich das einfach nicht. Die Attraktionen sind allesamt oder zum Großteil irgendwelche ausgemusterten oder generell Kirmesattraktionen, die einfach nur in die Landschaft gesetzt wurden. Die Achterbahnen fahren sich alle scheiße. Also das Skywheel geht noch. Hat mir persönlich jetzt auch von der Fahrt her nicht so gefallen, aber der Spinning Coaster, der war, hat geschlagen wie noch was. Dann, wie Stefan schon gesagt hat am Anfang des Videos, die Schwarzkopfbahn, die hier eigentlich stand, die ist inzwischen weg. Wird allerdings im Internet noch beworben, dass die noch da ist und auf dem Parkplan ist die auch noch drauf. Nur im Park dann halt nicht mehr. Das war so ein bisschen kacke, weil wir uns auf die eigentlich echt gefreut hatten. Wir haben uns allerdings auch vorher in keiner Weise informiert. Wir haben halt nur kurz auf die Website geschaut und da war sie noch drauf, also sind wir davon ausgegangen, dass sie noch da ist. Aber gut. Ansonsten, was kann man noch zum Park sagen? Es ist gestalterisch wirklich nicht sonderlich gut gemacht. Es ist natürlich für Kinder, kann ich mir vorstellen, dass der Park sehr gut ist. Aber er ist nicht schön. Also wenn ihr da mit euren Kindern hinfahren wollt, könnt ihr das gerne machen. Für die ist es bestimmt ein toller Tag. Aber für alle anderen und vor allem für jeden, der irgendwie Augen im Kopf hat und sich über schöne Sachen freut, dem wird es da wahrscheinlich nicht ganz so gut gefallen. Ein anderes Ding, was mir aufgefallen ist, ist, wir sind da auch essen gegangen. Das Essen an sich war nicht schlecht, die Pommes waren sehr gut, also haben mir sehr gut geschmeckt. Vom Geschmack her war das Essen an sich auch ganz okay, also, oder was heißt ganz okay, hat gut geschmeckt.
Das einzige Problem ist, dass dort Plastikbesteck ausgegeben wird und die Schnitzel, wir hatten beide Schnitzel, Stefan und ich, teilweise sehr hart gebacken sind. Das bedeutet, dass man die mit diesem Plastikbesteck nicht schneiden kann. Das heißt, wenn ihr vorhabt, in den Skyline Park zu gehen, wenn ihr vorhabt, da was zu essen, dann tut euch selber einen Gefallen, nehmt und nehmt einen Satz Besteck mit. Messer, Gabel reicht schon. Braucht ihr. Es ist halt einfach nur dieses Plastikbesteck verbiegt sich dann eher, als dass es das Schnitzel schneidet und das macht die Sache dann etwas mühsam. So, genug da dazu, genug zum Skyline Park. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder im Bayern Park und wie es dort war, erfahrt ihr dann, wie gerade eben sinnloserweise gesagt, im nächsten Video. Tschüss.